Ich grüße euch herzlich. Herzlich willkommen hier zu meinem zweiten Video von Warhammer Fantasy Roleplay. Und in diesem Video erkläre ich das ganze System an sich. In dem ersten Video habe ich alles erklärt für die Zuschauer. Und hier erkläre ich jetzt das ganze System für alle, die dieses ganze System näher kennenlernen wollen oder die vielleicht sowas auch mal selber machen wollen. Ihr könnt euch gerne in meiner Steam-Gruppe bedienen. Ihr könnt alles rauskopieren, wie ihr wollt. Falls ihr sowas auch machen wollt, ich bin dann irgendwie nicht sauer oder so. Und falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr diese auch gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde sie dann auch beantworten. Ja, vorher aber noch eine Sache. Morgen starten wir. Und wir werden im August auch alle auf Tote Wurf Warhammer 3 umstellen für die Gefechte, Duelle, Lagerung, Schlachten und so weiter, die wir mit unseren Charakteren spielen müssen. Jetzt erkläre ich erstmal Grundlegendes, dann das Gruppenprofil, da komme ich auch nochmal drauf zu und danach kommen wir zu den ganzen Interaktionen. Also Grundlegendes, wir spielen Warhammer Fantasy Roleplay mit eigenen erstellten Charakteren. Diese Charaktere, die haben wir hier auch schon im Forum erstellt bei Steckbrief. Und diese Charaktere, die sind auch gleichzeitig Kommandanten im Spiel von Tote Wurf Warhammer 2 und 3. Wie ihr hier seht, gibt es sehr, sehr viele Ankündigungen. Ja, die machen wir immer, wenn wir irgendwo angekommen sind. Und dort geht dann der Dialog los und weiter. Ja, ich habe hier zum Beispiel ganz viel geantwortet als Gruppenleiter. Ich bin der Gruppenleiter für meine beiden Mitspieler. Perso ist mein Spielleiter und ja, eigentlich bin ich auch Spielleiter, aber ihr wisst sicherlich, wie ich meine. Und wie ihr seht, machen wir hier die Dialoge in den Ankündigungen immer, wenn wir irgendwo angekommen sind. Dazu nutzen wir die große Kampagnen-Map, diese findet ihr hier. Und für diese ganzen Gefechte haben wir auch Muster erstellt. Also der Dialog wird dann, wenn ein Gefecht auftritt, dann wird der Dialog beendet und dann steht da zum Beispiel, der Gefecht folgt und dann folgt eine neue Ankündigung. Ich zeige euch das jetzt hier mal. Ich muss mal kurz hier so ein Muster suchen für eine Schlacht. Genau das hier, das war eine etwas größere Schlacht und da haben wir dann hier diese Muster. Und da stehen dann auch hier unten die ganzen extra Details, wie viel man kriegt durch Plünderung, also wie viel Goldkronen, so heißt unsere Währung, Goldkronen. Und ja, und so ist im Prinzip das ganze Spielprinzip. Diese ganzen Interaktionen, die schmücken das allerdings noch aus, denn jeder Charakter kann natürlich auch Erfahrungen bekommen und damit auch Ränge freischalten. Ja, dazu komme ich aber später. Jetzt kommen wir zum Gruppenprofil an sich. Ihr seht hier schon Truppen, eine Einheit ist gleich ein Regiment. Und das ist quasi so wie aus dem Tabletop auch. Ja, also wirklich, ja, das ist jetzt halt die Verbindung von Tote Wurf Warhammer und Tabletop und Roleplay sozusagen. In Tote Wurf Warhammer ist es ja eine Einheit und im Tabletop ist es eben halt ein Regiment, nur dass im Tabletop die Einheiten kleiner sind. Ansonsten ist es immer ein Regiment. Dann 20 Regimenter sind gleich eine Armee und 40 Regimenter sind dann natürlich zwei Armeen. Ja, Gruppenleiter bin ich. Es gibt eine Hauptstory. Und jetzt werdet ihr bestimmt denken, ja, was ist denn mit einer Hauptstory gemeint? Ja. Wir sind ja drei Charaktere und ich hatte das in der Vergangenheit so gemacht, dass es eine große gemeinsame Hauptstory gibt für alle Charaktere, die mitmachen. Wann ich das jetzt hier nochmal aufrollen werde und nochmal machen werde, das weiß ich nicht genau. Ich denke, wir müssen erstmal wieder ein bisschen reinkommen, aber das wäre auf jeden Fall etwas, was ich in Zukunft wieder gerne machen würde. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn einer gerade den Charakter wechselt. Dann ist das immer ein bisschen schwierig, die Hauptstory weiter fortzuführen für alle Charaktere, die gerade mitmachen. Aber das hat in der Vergangenheit auch
gut funktioniert. Und wie gesagt, ich werde das hier irgendwann wieder aufrollen. Aber zunächst müssen wir erstmal damit klarkommen, wieder reinzukommen. Dann Spawnpunkte, die hatte ich früher festgelegt. Das war ganz klassisch auf Urtuan war das Lothern. Und in Bretonia war es zum Beispiel Koron und im Imperium Altdorf. Ich habe jetzt aber hier das, irgendwann habe ich das mal geändert, ich weiß nicht mehr, wann genau das war. Habe ich einfach hingeschrieben, werden selbstbestimmt, ja, kann jeder selber entscheiden. Startgoldkronen sind 200 Gold und ja, ich würde sagen, das war es jetzt auch zum Gruppenprofil. Ihr seht hier, gegründet am 17. Juni 2015, also vor Tudor Warhammer 1. Wir haben damals gleich mit dem Release mitgemacht, wir haben die Gruppe schon vorher gegründet gehabt. Also wir sind da schon sehr erfahren, aber wie gesagt, wir müssen da erstmal nur wieder ein bisschen reinkommen. Ich war ja jetzt auch schon sehr aktiv, ich habe sehr viel angepasst, um das Ganze live zu streamen. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Interaktionen, denn es ist wirklich, wie ihr selber merken werdet, alles möglich. Man kann alles spielen und man kann alles machen, aber es gibt natürlich auch Regeln, an die muss man sich halten, wie zum Beispiel kann ich nicht einfach schreiben, ich schleiche mich von hinten an die Wache an und plünder der Wache 200 Gold. Das kann ich nicht als Spieler machen. In diesem Sinne müsste ich schreiben, ich schleiche mich von hinten an die Wache an und versuche 200, nee, versuche ihr das Gold zu plündern. Und dann derjenige, der von mir dann der Admin ist, der müsste dann antworten, ob es dann gelingt oder nicht. Also man darf sich nicht selbst bereichern, das will ich damit sagen. Da gibt es Grenzen. Also das kann einfach jeder machen, was er will. Gut, ja, jetzt kommen wir hier zu den ganzen Interaktionen. Ich glaube, das Video wird ein bisschen länger und wir haben hier auch noch Unterfuhren. Ich habe dieses RP mal erweitert für andere Fraktionen ebenfalls auch noch. Hier zum Beispiel für Noskana, Untote, Vampirfürsten, Grünhäute. Ja, bei den Grünhäuten ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil man da die Dialoge führen. Ja, also die Dialoge sind nicht ganz einfach bei den Grünhäuten. Das muss man halt können, sage ich mal so. Ja, die reden ja ein bisschen doof. Die reden halt ein bisschen anders. Und ja, wir wollen aber erstmal wieder was Klassisches spielen. Ich habe das jetzt hier auch nicht angepasst. Mit den ganzen Unterfraktionen habe ich alles noch nicht gemacht. Wir wollen erstmal was ganz Klassisches aus dem Imperium spielen. So, das erste, was wir haben, ist Steckbrief. Da, das ist ganz einfach erklärt. Da erstellt man einfach seinen Charakter. Schreibt ein bisschen was über ihn, gibt ein paar Sachen an, Größe, Alter, Eigenschaften, Bewaffnung, Sonstiges, Vorgeschichte und so weiter und so fort. Ja, also ich denke, hier muss ich jetzt nicht weiter viel erklären. Kommen wir zum nächsten. Und das ist Erkundschaften. Und wir haben ja eine große Warhammer Fantasy Rollenspiel-Map, den wir vorne im Gruppenprofil auch verlinkt. Und diese Rollenspiel-Map, die hat sehr, sehr viele Orte. Also klar, jede Siedlung ist ein Ort, aber es gibt natürlich auch Orte neben den Siedlungen, wie zum Beispiel Wälder und so. Es ist dort auf der Karte sehr viel beschriftet. Ich kann euch die hier nochmal kurz zeigen. Dann kommen wir gleich zurück zu Erkundschaften. Muss ich erst mal schauen, wie ich euch die zeige. So, ich muss dafür die Zähne wegnehmen. Ne, da zieht ihr mich auch kurz mit Kamera. Und das hier, das ist unsere Rollenspiel-Map. Und wie ihr hier seht, hier steht auch zum Beispiel ein Flussname. Hier sind zum Beispiel auch Gebiete eingezeichnet, wo Grünhäute sind oder sogar auch Skaven. Ja, Tiermenschen sind ja sowieso überall. Und
Oder hier auch so ein Ort. Also wie ihr seht, nicht nur Siedlungen sind beschriftet, sondern auch wirklich auch ganze kleine Ortschaften, wie zum Beispiel auch so was Kleines hier, Bittermoors und so weiter und so fort. So, kommen wir mal wieder zurück. Und mit Erkundschaften könnt ihr eben jedes Gebiet erkundschaften. Das ist manchmal nötig, weil man wissen muss, wo zum Beispiel ein Feind ist oder ob irgendwo Loot versteckt ist. Ja, da gibt es mehrere Gründe. Und wenn das jemand macht, der einen Begleiter hat, wie zum Beispiel einen Helden oder ein Regiment, dann postet er das hier einfach und der Spielleiter, der gibt dann den Bericht ab, was dort erkundschaftet worden ist. Ja, wie ich das hier immer gemacht habe, das seht ihr hier sehr gut. Das ist im Grunde alles. Dann kommen wir... Also man kann nicht selber mit seinem eigenen Charakter erkundschaften, das geht nicht. Ja, dann kann man da ja auch gleich hingehen. Also hätte keinen Sinn. Dann kommen wir zu Bewegungen. Das muss ich jetzt ein bisschen anpassen wegen Livestreaming. Ja, die Ankunft am Zielort erfolgt direkt nach Eintrag des Ortes. Und in Sonderfällen legt der Admin die Reisebedingungen fest. Jede Bewegung muss hier eingetragen werden. Ansonsten gibt es Verwarnungen und bei mehreren Fällen Adminentzug. Bitte nicht hier editieren. Ja, das hat Persos aber gemacht, aber der durfte das auch. Hatte da kurz meine Genehmigung. Ja, ist denke ich mal klar. Und da wir das Ganze in Echtzeit machen, geht die Reise natürlich schneller, ja. Es sei denn, es ist jetzt wirklich eine lange Reise, zum Beispiel von Altdorf bis nach Kislev. Da muss dann der Spielleiter ein bisschen eingreifen und sagen, hey, mach jetzt mal nicht gleich sofort die nächste Ankündigung, sondern warte mal irgendwie. Wie gesagt, wir machen das in Echtzeit, warte mal einfach nochmal 5 Minuten. Ansonsten ist das ein bisschen, na, zu schnell. So, dann kommen wir zu etwas längerem, und zwar unserem Rangsystem. Das haben wir jetzt auch ein bisschen angepasst. Wir hatten das vorher mit Level. Und wir haben das aber jetzt hier so gemacht mit Erfahrung und mit den Rängen. Also das war ja schon vorher mit der Erfahrung auch, aber wir hatten das gebunden an Level. Und das haben wir jetzt ein bisschen geändert. Ja, wie ihr hier seht, das erste, da habe ich einfach nur mal Boni für alle Charaktere hinzugefügt. Ja, das kann jeder bekommen. 30G Rabatt im Söldnermarkt bei jedem Kauf. Ja, das könnt ihr freischalten ab 1000 Erfahrung und dann ab 3000 Erfahrung bekommt ihr 50. Also bekommen meine Mitspieler 50 Goldkronen Rabatt im Söldnermarkt bei jedem Kauf. Das habe ich einfach mal so gemacht damit. Also ist jetzt kein Rang, aber. Ich wusste jetzt nicht, wo ich das hinpusten sollte. Das ist einfach etwas, das können alle freischalten. Und dann Ränge für Zwerge. Und hier seht ihr jetzt, dass wir die Regimenter beschränkt haben bei den Zwergen. Das hat einen folgenden Grund. Also bei den Zwergen, das sind eigentlich jetzt keine richtigen Ränge. Außer der Runenschmied. Aber hier oben eigentlich nicht richtig. Aber trotzdem muss man mit Zwerg, also als normaler Zwergenspieler, muss man ja irgendwie auch ein bisschen aufsteigen, ja. Und hier haben wir die Regimenter beschränkt. Ja, warum haben wir das gemacht? Weil Zwerge bleiben überwiegend in den Wehrstätten. Es gibt so etwas nicht, dass eine Zwergenarmee einfach mal so durch das Imperium läuft. Gibt es natürlich schon, aber nicht einfach so. Ja. Da gibt es dann natürlich besondere Gründe, wenn die dann zum Beispiel zur Hilfe kommen oder so. Aber wir wollen nicht, dass hier jetzt irgendwie ganze Zwergenarmeen irgendwann einfach überall rumrennen. Und sowas gibt es in der Warhammer Fantasy Welt nämlich nicht. Wie gesagt, die bleiben meistens in ihren Wehrstätten drinnen. Und deswegen haben wir hier diese Beschränkung eingebaut. Und je nachdem, wie viel Erfahrung ihr dann bekommt mit dem Zwerg, umso mehr Regimenter dürft ihr dann auch bei euch führen und ja, bei 10.500 ist es aber dann wirklich auch aufgehoben, ja, aber es dauert sehr, sehr lange. Erfahrung bekommt ihr übrigens, das habe ich noch gar nicht erzählt, bei jedem Sieg
nach einem, ja, bei jedem Sieg von einem Duell, Gefecht, Belagerung, was auch immer, oder das kann man auch immer so in Dialogen bekommen, wenn da jetzt irgendwie ein einzelner Rattenoger kommt. Ja, man kann ja in Total War Warhammer jetzt nicht einen einzelnen Rattenoger bekämpfen, das geht ja nicht. Ja, also so eine kleine Scharmütze, sage ich jetzt mal, die macht man dann in Dialogen und da kann dann der Admin auch irgendwie Erfahrung dem Spieler geben. Ja, aber die meiste Erfahrung bekommt man wirklich durch Gefechte, Duelle und so weiter. Damit ist jetzt Werk, denke ich, ganz gut erklärt. Ja, für Runenschmiede, das ist, denke ich, auch klar. Dann für Magier ist, denke ich, auch klar. Es gibt leider keinen Magier. Kommandanten in Total War Warhammer, da mussten wir eine Mod nehmen. Und dann ging das. Ja, also Mods können hier auch einiges ermöglichen. Und darunter ist der Champion für Imperium und die niederen Lande, ja, also Marienburg. Und ihr seht hier, bei mehreren steht, Einzelkämpfer bekommt manchmal Truppen. Ja, es gibt natürlich immer mal wieder Situationen, wo zum Beispiel ein Magier kurz mal Truppen unterstellt bekommt im Imperium. Oder eben auch ein Champion, wenn der erfahren ist. Dann kommt er eventuell zusätzlich ein Regiment oder ein paar Leibwächter oder was auch immer. Ja, das kann je nach Story variieren. Also es kommt auf die Story und auf die Situation drauf an. Aber solchen Charakteren, den kann natürlich kurzzeitig oder auch für eine längere Zeit Regimenter unterstellt werden. Ja, hier haben wir als letzten Rang jetzt den Schiedskämpfer des Imperators. Und der wird, nee, so dazu braucht man 10.500 Erfahrung und von dem Imperator zur Leibwache aufgenommen worden sein. Ja, also man muss da wirklich von dem Imperator auch auserwählt worden sein. Ja, Entdecker gibt es auch. Wie ihr seht, aber da gibt es nicht so viel zu erreichen, aber wer spielen möchte, meinetwegen, warum nicht? Dann gibt es natürlich auch Champions als Söldner. Na, da gibt es dann den Gerichtsstreiter und den legendären Streiter. Und das ist jetzt hier wirklich so der ganz, ganz klassische Rang. Ja, hier Offizier des Imperiums. Hier steht jetzt Major als erstes. Man fängt aber an als Hauptmann. Ja, aber da man als Hauptmann anfängt, braucht man den jetzt hier nicht noch hinschreiben. Also den Rang, womit man anfängt, den braucht man hier nicht hinschreiben. Man kann aber trotzdem mit jedem beliebigen Rang anfangen. Zum Beispiel, ich starte hier auch mit dem Jägerhauptmann. Und dann dauert das eben ein bisschen länger, bis ich aufsteige. Und dann brauche ich nämlich erst 4000 Erfahrung. Also bei 2000 würde ja, nichts passieren, weil ich eben als Jägermajor anfange. So, ja, legendärer General ist das höchste. Ich glaube, das hatte auch mal einer erreicht. Bin ich mir jetzt nicht sicher, oder war das nur General? Na, wie dem auch sei, danach würde Kopfgeldjäger kommen. Da könnt ihr dann Veteran-Kopfgeldjäger werden, meisterhafter Kopfgeldjäger oder legendärer Kopfgeldjäger. Das Ganze in Kombination mit einer Gilde, dazu kommen wir später noch. Dann für Söldner, also das ist jetzt hier der normale Söldner, nicht der Söldner-Champion, sondern der normale Söldner, da würde man anfangen als Söldner-Hauptmann. Ja? So wie zum Beispiel der berühmte Morgan Bernhard, den vielleicht einige von euch kennen. Und der kann dann natürlich auch aufsteigen. Und weil es, ja, also mehrere Söldner, die sind ja jetzt nicht so groß. Ja, von den Söldnern, die haben jetzt eine Trosse. Oder ist Trosse die richtige Trosse? Oder heißt das Trösse? Ja, ihr wisst, was ich meine. So ein Söldnerhauptmann, der hat natürlich so einen eigenen Tross.
Und weil wir nicht wollten, dass er jetzt hier irgendwie mit riesigen Armeen durch die Gegend marschiert. Und schon gar nicht so schnell, haben wir das hier auch beschränkt mit den Regimentern. War auf jeden Fall eine gute Idee und werden wir auch weiterhin so behalten. Ja, denn es ist nun mal bei einigen unüblich, wie auch bei den Zwergen, dass die dann auf einmal hier mit so einer riesigen Armee durch die Gegend marschieren. Wobei das bei Söldnern eher vorkommen kann, aber wie gesagt, wir wollten das ein bisschen einschränken. Das hat er irgendwann überhand genommen. So, dann die Bretonen. Hier haben wir uns sehr an die Lore gehalten. Und zwar haben wir das, wie ihr seht, in zwei Wege geteilt. Der untere Weg, das ist eher so der... Ja, wie soll ich das nennen? Also da ist der höchste Rang der Eremitenritter. Davor kommt Gralsritter. Davor Questritter und Ritter des Königs. Der Ritter des Königs, der ist hier oben auch. Allerdings folgt dann da der Baron, der Graf, der Marschall und dann ein Herzog. Na, also das haben wir hier mit Absicht so getrennt. So hatten wir das in der Lore auch mal gelesen. Und... ist, denke ich, ganz spannend, wenn man einen Breton spielen möchte. Na, da muss man sich nämlich entscheiden. Nimmt man den oberen Weg oder nimmt man den unteren Weg? Dann darunter für Priester. Ja, damit sind jetzt nicht nur Sigmar-Priester gemeint, sondern auch, das können auch Priester von Manan sein oder von Ulrik. Was auch immer. Der hohe Priester, der ist hier auf jeden Fall mit 4500 Erfahrung erreichbar. Die nächsten beiden Ränge Erzlektor und Reinkarnation des Sigmar, die gehen allerdings nur, wenn man an Sigmar glaubt, also wenn man sich einem Orden des Sigmar anschließt. Hier gibt es auch eine Liste für die Orden. Oder bei Ulrik gibt es noch den A-Ulrik. Der ist ungefähr gleichzusetzen wie mit dem Erzlektor. Das ist bei Ulrik der höchste Rang und kann mit 8500 Erfahrung auch erworben werden, wollte ich jetzt schon sagen. Nein, den kann man dort bekommen dann. Dann Waldelfen, auch weibliche. Ja, bei denen mussten wir ein bisschen improvisieren. Wir haben jetzt hier einfach mal hinzugefügt, bei 2000 Erfahrung Erlaubnis eine Sippe zu gründen. Und dann haben wir bei 4000 Erlaubnis, einer Sippe beizutreten. Falls noch gewollt. Also man kann entweder eine gründen oder selber einer beitreten. Mit 4000. Und dann der letzte Rang wäre ein hochgeborener Waldfürst. Davon muss man aber vom König ernannt worden sein, also von Orion. Dann Baumenschen, ja, diese gibt es ja auch als Kommandanten. Da seid ihr dann einfach ab 4000 Erfahrungen Baummenschen. Ja, Baummenschenältester, Oberster, Baumältester. Und dann könnt ihr ebenfalls noch den Rang bekommen, den Dotu hat, nämlich Ältester der Ältesten. Dazu müsst ihr Dotu aber besiegen. Dann für meinen, jetzt sind wir wieder in Bretonia. Das ist ganz klassisch. Eine Dame der Herren des Sees. Seid ihr hier mit 4000, also vorher seid ihr eine Maid, dann seid ihr Dame der Herren des Sees mit 4000 und bei 8000 seid ihr einfach eine Prophetin. Dann Hochelfen. Hier ist es sogar möglich, Phönixkönig zu werden. Ja, warum ist das möglich? Weil der Phönixkönig kein legendärer Charakter ist. Das heißt, er ist austauschbar. Und ist, denke ich, ganz spannend gemacht. Dauert allerdings sehr, sehr lange. Ihr seht, 12.500 Erfahrung. Aber als Hochelf kann man sich hier wirklich auch hocharbeiten. Dann bei Dunkelelfen ist der höchste Rang, in Klammern, erwählter Druki, erwählte Druki. Das geht aber nur,
nur bei Slanish-Anhängern verfügbar, ansonsten wird er weggelassen. Also wenn ihr als Druki und gleichzeitig Slanish-Anhänger seid, dann könnt ihr hier ein erwählter Druki werden. Ansonsten habt ihr hier die Möglichkeit, zum Schreckensfürst oder Schreckensfürstin ernannt zu werden, vom Hexenkönig Malekith persönlich. Dann die Dunkelelfen-Bestienreiter muss ich jetzt, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Da könnt ihr den legendären Bestienmeisterrang bekommen. Und bei den Dunkelelfen-Zauberinnen, da ist der höchste Rang die Hurseherin. Und da leitet ihr dann auch ein eigenes Konvent. So, jetzt kommen wir zu den Zusatzringen. Das heißt, diese kann man zusätzlich bekommen. Wir haben hier oben ja die ganzen Ränge, die habe ich ja eben alle erzählt und gezeigt. Aber diese Ionen, die jetzt kommen, die könnt ihr alle noch zusätzlich bekommen. Es ist egal, wie viel ihr davon haben könnt, wie viel ihr davon haben wollt. Es gibt da keine Beschränkung. Es muss eben halt nur zu euch passen. Ihr könnt zum Beispiel kein zwergischer Templer sein, wenn ihr Söldner Hauptmann seid im Imperium, ja. Das geht natürlich nicht. Die ersten Zusatzringe, das sind die Adelstitel der niederen Lande. Die sind nämlich ein bisschen speziell und die sind ein bisschen anders als wie im Imperium. Ne? Da haben wir ja zum Beispiel 9000 Erfahrung, Mitglied im Direktorat von Marienburg. Das ist allerdings hier ein bisschen kompliziert gehalten, da mussten wir extra auch nochmal sehr speziell nachforschen. Man muss nämlich bestimmt werden und der Hohepriester von Chalia, Verena oder Manan sein. Ein reicher Händler zu sein reicht aber auch. Aber der höchste Rang in Marienburg ist immer noch der Statholder mit 10.500 Erfahrung. Man muss gewählt werden vom Direktorat von Marienburg. Dann sind wir ganz klassisch beim Imperium. Da könnt ihr dann auch Bürgermeister werden, wenn ihr einen Wahlsieg bekommen habt. Und dann die nächsten Ränge, die müssen immer genehmigt werden. Und zwar immer von einem höheren, das habe ich jetzt hier gar nicht drin stehen. Also wenn ihr zum Beispiel Vogt sein wollt, dann muss das der Baron genehmigen. Wenn ihr Großherzog sein wollt, muss das der Kurfürst genehmigen. Ihr könnt zum Beispiel nicht in Reichland oder im Mittelland könnt ihr kein Kurfürst werden. Warum könnt ihr das da nicht werden? Weil es dort die legendären Charakter sind, Boris Wüterich und Imperator Karl Franz. Ja, diese sind nicht austauschbar, das wollten wir nicht so machen. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr hier sowas Eigenes aufzieht, könnt ihr das natürlich ändern. Aber wir wollten diese legendären Helden, die wollten wir auf jeden Fall auch im RP lassen. Dann für Zusatzränge der Adelstitel in den Grenzgrafschaften, dort kann man ebenfalls aufsteigen. Das ist hier allerdings mit Ortschaften begrenzt. Also ihr seid nicht einfach ein Fürst, nur weil ihr irgendwo zwei Orte habt. Sondern wenn ihr Fürst sein wollt in den Grenzgrafschaften, dann braucht ihr mindestens 6 Orte. Die Grenzgrafschaften sind allerdings ein sehr gefährliches Pflaster. Und dann für Zusatzränge der Schmuggler. Da habe ich einfach den Dieb gemacht und dann den richtigen Schmuggler und dann den Meisterdieb mit 8000 Erfahrung. Dann Zusatzrang Paladin in Bretonia. Ja, das ist ein wenig speziell. Das kann man werden mit 6000. Man muss adlig sein und eine große Tat vollbracht haben. Danach kann man vom König zum Paladin ernannt werden. Und dann Paladin ist jetzt nicht irgendwie ein ganz normaler Rang in Bretonia, sondern das ist wirklich so eine kleine, na, es ist eine große extra Anerkennung. Für Zusatzränge der Ritter- oder Templerordenränge im Imperium. Oben haben wir die ganzen
Ordensritter. Man kann natürlich auch Ordensgroßmeister werden. Und unten haben wir den ganzen Templar-Kram. Ich habe hier auch eine Liste nochmal hinzugefügt. Dort kann man dann auch die ganzen Orden nachsehen, wo man sich anschließen möchte. Also ihr seht schon, man hat wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, besonders auch im Imperium. Neben dem normalen Weg kann man jetzt hier zum Beispiel auch sich einem Orden anschließen. Zum Beispiel, man kann hier ein Schmuggler sein nebenbei oder hier ein Assassin, der würde jetzt hier kommen. Ja, Assassinen gibt es überall, nicht nur bei den Skaven. Zum Beispiel auch in Araby, die sind dafür auch sehr bekannt. Und ja, es ist einfach eine große Palette. Ich habe ja gesagt, das ist alles möglich hier. Dann für Zusatzringe in einer Gilde. Das hatten wir eben schon kurz angeteasert. Da könnt ihr in einer Gilde auch Gildengroßmeister werden. Das ist jetzt hier einfach ganz allgemein gehalten, egal welche Gilde das ist. Ja, da gibt es viele verschiedene Gilden. Letzten Endes könnt ihr in jeder Gilde ein Gildengroßmeister werden. Dann für Zusatzringe der Zwerge hier nochmal. Da könnt ihr euch auch einem Clan anschließen. Ihr könnt auch ein Tain werden. Also das ist der Clan Häuptling. Dann gibt es tatsächlich auch einen Kanzlerrang bei den Zwergen. Und dann König. Aber der alte König, der darf nicht existieren, sonst könnt ihr kein König werden. Also den muss man vorsichtig ausgedrückt, muss man den irgendwie loswerden, weil, ja, erklärt sich, denke ich, von selbst. Also damit ist jetzt hier nicht der große Hochkönig gemeint, Thorgrim Kolbart, den kann man natürlich nicht ersetzen, sondern jede Zwergenwehrstadt hatte ihren eigenen kleinen König, ja. Dieser Königsrang ist gemeint. Dann für Zusatzränge der zwergischen Templer. Ja, es gibt auch zwergische Templer. Ich habe die hier auch verlinkt im Lexikanum. Dort kann man sich auch informieren. Zum Beispiel sind auch viele Hammerträger oder Slayer in, als Templer anwesend. Und dann für zusätzliche Ehrentitel der Hochelfen. Diese kann man mit 10.000 Erfahrung bekommen vom Königskönig. Dazu habe ich hier auch etwas verlinkt. Kann man sich auch mal näher reinziehen. Also das ist jetzt hier wirklich auch nur so ein Anerkennungsrang, so wie Paladin bei den Bretonen. Und dann für zusätzliche Titel der Dunkelelfen. Und zwar kann man dort zusätzlich Befehlshaber der Schwarzen Garde werden, ab 10.000 Erfahrung. Man muss allerdings vom Malekith ernannt werden. Dann könnt ihr die Schwarze Garde anführen von Malekith. Oder ihr werdet der oberste Scharfrichter von Malekith persönlich. Dann müsst ihr im Namen von Malekith richten. Also ihr seid dann quasi sein eigener Richter und Henker. Und zu guter Letzt für zusätzliche Titel der Asrei und Baumenschen. Dort gibt es die Ringe Kralle des Körners. Dieser Titel wird vom König ernannt. Und Ariels Außerkorona, ebenfalls 4000. Dieser Titel wird von der Königin des Waldes ernannt. Beide können vergeben werden nach ruhmreichen Taten. Also entscheidet der Spielleiter. Gut. Ja, das war es soweit zum Rangsystem. Wie gesagt, also es gibt wirklich keine Grenzen. Und jetzt machen wir mal weiter. Besitztümer, Items und Waffen. Hier werden eingetragen. Hier wird eingetragen, wer wo welche Besitztümer hat. Dies trägt der Gruppenleiter ein. Und auch dessen Wertänderungen. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Am Purpurtrotzer, das ist ein Runenschwert. Hatten wir hier gehabt. Wir haben hier auch eine Villa gehabt. Eine besondere Falkenaxt, eine kleine Schenke und so weiter und so weiter. Das trage ich dann hier alles ein. Dann gibt es auch Charakternebenqueste. Und zwar ist es so in der Story, dass sowas immer mal wieder passieren kann. Zum Beispiel müsst ihr eine Entscheidung treffen.
Entweder helft ihr Person A oder Person B. Und wenn ihr euch dann für Person A entscheidet, dann kann es passieren, dass ich dann eine Charakter-Nebenqueste für euch freischalten lasse. So dass ihr dann später nochmal zur Person B hingehen könnt und dort dann diese Nebenquest machen könnt, für die ihr dann auch belohnt werdet. So ist das gemeint. Also das wäre jetzt noch ein Beispiel. Dann Erfahrung für Heldenbegleiter. Die Charaktere laufen nicht die ganze Zeit alleine umher und führen auch nicht die ganze Zeit alleine Dialoge. Es gibt immer mal wieder Heldenbegleiter, die sich den Charakteren anschließen. Und da bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, diese müssen dann aber auch irgendwie aufsteigen. Das wäre ja sonst langweilig. Und deswegen haben wir das hier eingeführt. Wie zum Beispiel hier bei 500 Erfahrung. Also die kämpfen dann natürlich auch mit euch. Erste Reittieranwerbung, sofern verfügbar. Na, es gibt natürlich auch Helden, die haben keine Reittiere. Dann geht zum Beispiel weiter mit erster Charakterquest für das erste Item. Und dann eure Heldenbegleiter, die haben am Anfang keine Items. Und dann ebenfalls bei 1000 Erfahrung. Zweite Reittieranwerbung, sofern verfügbar. Das heißt, der Held, der sich euch angeschlossen hat, der kommt dann irgendwann auf einmal mit einem neuen Reittier an. Dieses Reittier, das muss dann aber nicht der Spieler bezahlen, sondern das holt sich dann der Heldenbegleiter selbst. Ja, und das Ganze geht ziemlich weit. Man bekommt auch ab und zu mal ein Geschenk. Das habe ich auch mal eingeführt. Und bei 6000 Erfahrungen werden diese Heldenbegleiter sogar auch unsterblich für Dialoge und Gefechte. Ja, so wie man das auch bei Total War Warhammer kennt. Bei Rang 20 können einige Helden unsterblich werden oder Kommandanten auch. Und genauso hier ist es auch, wenn diese Heldenbegleiter dann genug Erfahrung bekommen haben. Hier auch nochmal der Hinweis, natürlich könnt ihr weiterhin Reittiere für eure Helden kaufen, wenn ihr das Geld dazu habt und wenn es schneller gehen soll. Ja. Also ihr müsst nicht abwarten, bis diese hier irgendwann mit dem höchsten Reittier von selber ankommen, sondern ihr könnt euren Heldenbegleiter natürlich auch etwas kaufen. Und da sind wir dann auch schon gleich beim Markt für Reittiere, ja. Ja, da habe ich ja die Ortschaften, wo es solche Märkte gibt, die habe ich hier mit in der Überschrift hinzugefügt. Das habe ich bei mehreren Sachen gemacht. Das werde ich noch feststellen. Und ja, die habe ich jetzt mal einfach so eingefügt, was man so kaufen kann und was den meisten Charakteren zur Verfügung steht. Ja, meistens ist es eben halt Schlachtross. Schlachtross mit Rossharnisch. Ihr seht dann eben auch den Unterhalt. Na, das steht jetzt noch pro realer Tag, das muss ich noch ändern. Pro Livestream müsste da irgendwie stehen oder so. Oder ihr könnt euch auch einen Pegasus kaufen oder einen Hippogreifen. Im Moment Hippogreifen, aber nur mit Erlaubnis, ne? Ich glaube, das war ja nur mit Erlaubnis, weil davon gibt es nicht so viele. Deswegen haben wir das ein bisschen beschränkt. Das nächste ist einfach Liste der Ereignisse. Da habe ich einfach mal so reingepostet, was gerade so in der alten Welt los ist. Also ein paar Ereignisse einfach mal hinzugefügt, wo eventuell ein nächstes Event kommen könnte. Ja, es gibt auch Events. An denen können alle teilnehmen, alle Spieler. Und bei diesen Events, da muss man dann, ja, es sind sehr verschiedene Events. Das kann ja zum Beispiel irgendwie ein Turnier sein oder ein Wag kommt von Grünhäuten und es gibt einen Sammelpunkt und dann müssen alle dahin und den Grenzkraftschaften helfen oder dem Imperium oder ein Angriff der Skaven. Sowas gibt es eben halt auch.
Da gibt es dann auch ein bisschen mehr Erfahrung. Dann Marktplatz ist, denke ich, klar. Den habe ich jetzt auch schon angepasst. Hier steht bei einigen Tränken RP. Das heißt, diese Tränke sind nur für das RP an sich. Zum Beispiel könnt ihr mit Geschwindigkeitstrank schneller an einem abgelegenen Ort ankommen. Oder hier mit Stärkungstrank könnt ihr eure Regimenter verstärken. Allerdings auch nur für ein Gefecht dann. Oder der Trank der Weisheit. Das muss ich allerdings noch ändern. Da steht 5 Level, der müsste mehr Erfahrung geben. Und ja, da gibt es noch die Tränke, die es im Spiel selber auch gibt. Hier die Liste, die müsste ich allerdings auch nochmal durchgehen. Mit dem Erscheinen von Immortal Empires bei Tote War Warhammer 3. Dann haben wir das Ausbildungslager. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, ja, wie können denn eure Regimenter überhaupt aufsteigen? Ja, zum Beispiel hier in mein Ausbildungslager. Und dann dauert 5 Minuten Training, das kostet 100 G und das bringt dann ein Erfahrungslevel für das eingetragene Regiment. Das heißt, ein Erfahrungslevel für ein Regiment ist im Spiel einfach ein Level höher. Mehr nicht. Das heißt, jedes Regiment kann quasi maximal Level 9 werden. Dann tote Charaktere ist, denke ich, klar. Da werden einfach nur die toten Charaktere eingetragen. Das ist so gesehen eine Art Ruhmeshalle. Und dann sind wir beim ersten Söldnermarkt. Und hier seht ihr auch schon die ganzen Ortschaften. Ja, die Ortschaften daneben, die habe ich da einfach hinzugeschrieben, damit jeder weiß, wo diese Söldnermärkte sind. Na, und hier seht ihr jetzt wirklich auch den kompletten Söldnermarkt für imperiale Einheiten. Ich habe hier sogar auch die Helden und Kommandanten, die habe ich hier sogar auch mit Reitchen hinzugefügt. Weil ich sehe schon, hier steht auch pro realer Tag, das muss ich auch noch ändern, da müsste überall stehen, pro Livestream. Na gut, habe ich nachher noch was zu tun. Dann Charakterunterhaltskosten. Jeder Charakter kostet natürlich Unterhalt, außer Elfen. Elfen haben ja kein Gold in der Warhammer-Welt, falls ihr das noch nicht wusstet. Oh mein Gott, ihr seid jetzt geschockt. Ja, die machen vieles mit Tauschen und so weiter. Die verbrauchen dann natürlich keinen Unterhalt. Bei denen läuft das ein bisschen anders ab. Aber alle Charaktere kosten 5 Goldkronen Unterhalt pro Livestream. Ohne Reittier natürlich, ne? Das war jetzt ohne Reittier. Dann, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Verträge. Es gibt im Laufe der Story-Kampagne immer wieder Verträge, die abgeschlossen werden können. Und diese werden dann einfach hier festgehalten. Und an die muss man sich dann auch halten. Für die meisten Verträge werden dann aber auch automatisch Strafen mit dabei stehen. Na. Der nächste Söldnermarkt ist von Noskana. Diese gibt es hier im Moment in Ehrengrad, Marienburg, Miragiano, Luzini und Porto Moeto. An diesen Ortschaften. Nee, also wie erkläre ich das? Also diese Ortschaften, das sind ja, das sind die Anfangsortschaften immer. Es können aber im Laufe in der Zeit immer mal wieder neue Ortschaften hinzukommen, wo es dann auch natürlich diese Söldner gibt. Dann haben wir einen Waffenmarkt. Den gibt es auch in einigen Ortschaften. Und hier heißt es, hier ist der Waffenmarkt, wo Waffen gekauft oder verkauft werden können. Es geht nach Regimentern, die die Waffen verloren haben. Und hier habt ihr dann die Preisliste. Großkanonen, Mörser,
und Kanonen, Flammenkanonen und so weiter. Für spezielle Waffen findet ihr hier oder in einer Ankündigung im Dialog mit dem Händler statt, wie zum Beispiel bei Hexenhammerkanonen, Dampfpanzer, Kreuzbringerkanonen und so weiter. Nur Normalregimenter können Waffen mitnehmen. Also Kanonen und also allgemein Kriegsmaschinen können hier erworben werden. Dann. Wo waren wir eben stehen geblieben? Waffenmarkt, genau, zusätzliche Titel. Das ist einfach etwas, das kann jeder bekommen. Es gibt hier mehrere Titel zur Auswahl. Für Menschen und Zwerge habe ich jetzt hier mal welche hinzugefügt. Dann nur welche für Zwerge, dann für Imperiale. Ja, was haben wir hier zum Beispiel? Sigmars rechte Hand. Hierfür muss man 50.000 der Kirche Sigmars spenden. Also 50.000 Goldkronen natürlich, nicht Leichen. Dann für Telea, Held der Republik. Hierfür ist eine Unabhängigkeit von 2 realen Monaten notwendig mit der Staatsform Republik. Was haben wir noch? Breton Löwenherz bestreitet 2 Kreuzzüge mit dem König. Ja, auch sowas kann ein Event natürlich sein, ein Kreuzzug. Und ja, also jede Menge Titel, die man so bekommen kann, wenn man die Anforderungen erfüllt hat. Dann Liste vernichteter Ortschaften. Es gibt einige Ortschaften, die sind bei uns schon draufgegangen. Und diese sind hier einfach nur festgehalten worden. Ja, aufgrund einiger Ereignisse. In Ausmark ist zum Beispiel sehr viel kaputt. Ja, die sind deswegen dort festgehalten worden, weil damit man einfach nachgucken kann. Weil das weiß man ja sonst nicht auswendig auf der großen ERP-Kampagnenkarte. Als nächstes Söldnermarkt Grenzgrafschaften. Das ist eigentlich genau der gleiche Söldnermarkt wie aus dem Imperium. Allerdings ist der hier ein bisschen beschränkt. Wie ihr hier seht, da hört er schon auf. Es gibt hier nicht alles, was es im Imperium auch gibt. Oder was es bei Imperialen gibt. Ja. Aber die Grenzkraftschaften, die sind eben halt sehr söldnermäßig. Und habe ich mir dann gedacht, machst du da auch noch mal wenigstens einen kleinen Söldnermarkt für einige Ortschaften. Also einen beschränkten. Dann Forschungen und Entwicklungen, das betrifft die meisten nicht. Wenn man irgendwann so groß ist und man selber Gebäude bauen kann, ja, das kann man hier auch machen, dann kann man irgendwann auch selber forschen und Sachen entwickeln lassen. Hier die Zeit habe ich einfach so übernommen, jetzt eine reale Woche, wie zum Beispiel Effekt 300 Goldkronen Rabatt für jedes religiöse Gebäude. Glaube, liebe Hoffnung. Und da sind mir aber irgendwie nie neue eingefallen. Vielleicht fallen mir da irgendwann noch mal ein paar ein. Aber auch für Forschen gibt es Regeln, die stehen alle dort mit drin. Dann gibt es natürlich auch Zwerge als Söldner. Ganz klar. Muss ich, glaube ich, nichts weiter zu erwähnen. Ja, Helden und Kommandanten können übrigens auch angeworben werden als Söldner. Habt ihr eben gesehen. Und FAQ und Regeln, da habe ich jetzt hier ganz oben mal ein Inhaltsverzeichnis habe ich mal hinzugefügt. Es gibt insgesamt 28 Punkte, was aber gar nicht 28 Punkte mehr sind, weil einige Punkte sind zum Beispiel nicht mehr relevant gewesen. Die habe ich dann gelöscht, wie zum Beispiel Punkt 13. Weiß ich jetzt nicht mehr, was das war. Und so kann man dann hier auch alles nachlesen, wie dieses ganze System auch funktioniert. Dann Bekanntheitsgrad. Es gibt einfach Momente in einer Story, da wird man bekannter.
Und ab 50% Bekanntheitsgrad wird man auch in der neuen Welt plus Südlande wird man dann auch ein bisschen bekannter. Also sprechen sich halt die Taten rum. Und am meisten bekannt wird man bei Events, wenn man diese mitmacht. Aber auch so von der Story her. Das kommt immer drauf an, was man gemacht hat. Oder ob ein Kapitel beendet ist. Wie zum Beispiel, ich glieder meine Storys für die Charaktere, die ich leite. Da mache ich mal Kapitel. Und wenn dann das Finale gewonnen ist von einem Kapitel, da mache ich dann den Bekanntheitsgrad von demjenigen auch nochmal höher. Und ja, wie gesagt, auf 50% wird man auch in der neuen Welt ein bisschen bekannter. Dann haben wir als nächstes den Diplomatiebereich. Das ist aber eigentlich nur, ja, ich habe jetzt hier nur die üblichen Bündnisse eingetragen. Muss nicht immer zutreffen. Und ist einfach nur nochmal ja, klassisch festgelegt und eingetragen. Und dann als nächstes haben wir unsere Finanzen. Ich gehe jetzt hier mal auf meinen Charakter. Ja, wir haben jetzt natürlich noch nichts gemacht, wir haben noch nicht gespielt. Deswegen ist hier die Übersicht sehr einfach gehalten. Mein guter Lothar Kettler, der ist ja Jägerhauptmann. Da müssen wir dann nochmal den Sold festhalten, den wir bekommen von der Armee. Der kann ruhig auch von Provinz zu Provinz unterschiedlich sein. Ich zum Beispiel, mein Lothar Kettler, der ist zum Beispiel Jägerhauptmann in Stirland. Und falls ihr es nicht wusstet, Stirland ist eine sehr arme Provinz im Imperium. Da kann man mir dann ruhig ein bisschen weniger geben, wie zum Beispiel einem Hauptmann aus Avaland. Ja, Avaland ist sehr reich. Und ja, hier werden auf jeden Fall die ganzen Finanzen festgehalten und auch andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn man ein Regiment hat, das jetzt irgendwie schon Rang 9 aufgestiegen ist, dann wird das hier auch festgehalten. Also nicht nur Finanzen, sondern auch den ganzen anderen Kram. Jetzt kommen wir zu zwei besonderen Sachen. Das ist einmal die Regimenterinteraktion und die Verwaltung einer ganzen Provinz. Und die Regimenterinteraktion, die bekommt man freigeschaltet, wenn man mehrere Regimenter hat. Die diesem Charakter dann unterstellt worden sind. Auch wenn diese an unterschiedlichen Orten sind. Und hier haben wir dann hier einfach mal, wie ich das hier bei Friedrich hatte. Da steht zum Beispiel Verstärkung aus Altdorf hatte er hier. Und dann aus Gabenholt hatte er dann auch nochmal Verstärkung. Dann nochmal aus Rheinzelt. Und aus dem Orden der Heiligen Sense hatte er dann auch nochmal Verstärkung. Also hier ist seine ganzen Regimenter sind hier alle festgehalten und in diesem System hier kann er diesen Regimentern dann auch Befehle geben. Wie hier zum Beispiel Befehl eine Woche nach Albion. Ja, das kann er hier alles machen. Er kann hier seine ganzen Regimenter verwalten und leiten. Trifft natürlich nicht auf alle Charaktere zu. Der gute Friedrich, der war hier General. Daher hatte er hier die Regimenterinteraktion freigeschaltet. Dann das nächste ist ein bisschen komplexer, das ist nämlich die Verwaltung ja, von Siedlungen oder von Provinzen oder von anderen Sachen. Nehmen wir zum Beispiel die Verwaltung von Herzogtum Languil für den guten Louis. Und da muss ich mich jetzt erstmal selber wieder ein bisschen mit befassen. Wir haben hier oben jetzt die ersten vier. Hier seht ihr Chaos-Korruption, Militärgebäudeanzahl erlaubt 27. Gebäude für Helden und Kriegsmaschinen bleiben davon ausgeschlossen.
Das heißt, diese Militärgebäudeanzahl, die konnte man auch erhöhen. Und hier steht dann auch der Handelsexport insgesamt. Also man konnte sogar auch mit anderen handeln. So. Alles, was da drunter ist, das ist dann jetzt hier wirklich auch die Verwaltung des Herzogtums. Also hier sind nur erstmal ein paar grundlegende Informationen zur Provinz. Und hier haben wir dann auch die Stadt natürlich, Langueil. Diese konnte man dann natürlich auch ausbauen. Und hier haben wir dann zum Beispiel, links haben wir dann hier Level 6 Megametropole, 600 Gebäude und davon 60 verschiedene. Ja, hier steht, also hier links, zu was man das ausbauen kann. Und dann daneben rechts ist quasi sozusagen die Anforderung. Ja, und wenn ihr dann diese erfüllt habt, dann seid ihr dann ja auch hier bei der Megametropole. Das ist der höchste Rang, wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, Rang einer Stadt sozusagen. Also die, die größte Größe einer Stadt. Mein Gott, mir entfallen gerade ein bisschen die Worte. Gut, ja, Sicherheit 50%, das habe ich auch einfach mal eingeführt. Einfach mal, um zu verdeutlichen, wie sicher diese Provinz oder diese Stadt jetzt hier wirklich ist. Dann haben wir hier die vorhandenen Gebäude. Ja, die hat der gute Louis hier alle reingebaut. Da waren dann aber natürlich auch schon welche von Anfang an, weil die Stadt Langueil, die war halt schon da. Er ist ja Herzog geworden. Und hier unten haben wir dann die Militärgebäude. Und hier unten haben wir dann die ganzen Gebäude, die gebaut werden können. Also hier oben waren die Gebäude, dann die Militärgebäude und hier sind jetzt die Gebäude, die man bauen kann. Und dann haben wir hier oben die ganzen normalen Gebäude und unten hier haben wir die Militärgebäude. Hier steht dann auch nochmal eine Beliebtheit des Charakters, Bevölkerungsanzahl. Dann kann man natürlich auch Gebäude wieder verkaufen. Man kann Steuern setzen. Und dann gibt es hier noch Sonstiges und momentane Bedürfnisse der Stadt. Und Handelsexport war hier in diesem Falle jetzt 30 Goldkronen. So, hier muss ich dazu jetzt sagen, das habe ich hier ein bisschen schlecht formatiert. Immer wenn hier drei so eine Strichlinien waren, dann kam die nächste Ortschaft. Ja, und das nächste wäre jetzt hier eine Burg und das war jetzt Burg Raska. Und hier habe ich mich jetzt so ein bisschen an Total War Medieval 2 orientiert. Denn wie ihr seht, gibt es hier ganz andere Einstufungen, da es eben eine Burg ist. Ja, und da gibt es eben jetzt einen anderen Weg als wie bei einer Stadt. Bei einer Stadt war ja Level 6 die Megametropole. Und hier haben wir jetzt eben bei Level 6 eine hohe Zitadelle. Ja, und das geht hier bei, also er ist jetzt hier gerade bei einer Burg gewesen, 15 Militärgebäude, das ist hier dann auch die Anforderung. Bei einer Stadt habt ihr die normalen Gebäude als Anforderung und bei einer Militärstadt, ist das jetzt das richtige Wort? Auf jeden Fall bei dem militärischen Weg, da habt ihr dann eben die Militärgebäude als Anforderung, damit diese dann wachsen. Na, wie gesagt, ich habe mich jetzt hier ein bisschen an Total War Medieval 2 so ein bisschen orientiert. Da hat man ja auch dieses System mit Städten und mit Militärstädten, sage ich jetzt mal. Ja, dann kommt wieder das übliche Sicherheit, Gebäude vorhanden. Und hier hatte ich dann jetzt allerdings auch wieder diese ganzen Gebäude hinzugefügt, die man wieder bauen kann. Ich glaube, das werde ich ändern. Ja, also die Gebäude, die man bauen kann, die habe ich wirklich auch bei jeder Ortschaft mit drin gelassen. Aber eigentlich reicht es, wenn man die einmal irgendwo postet. Fällt mir jetzt im Nachhinein ein. Und wie ihr seht, man kann natürlich auch sowas wie Ausbildungslager bauen und so weiter. Und man kann auch einen eigenen Söldnermarkt bauen. Es gibt da
keine Grenzen. Ja, das nächste wäre dann jetzt ein Dorf. Es können natürlich auch Verwalter eingesetzt werden, wie er hier gemacht hat. Man lernt ja während der Story immer mehr Charaktere kennen. Ja, mit einigen befreundet man sich dann auch, also mit einigen versteht man sich dann auch und andere wiederum werden zu Feinden. Dann gibt es natürlich auch Verrat und Intrigen und sowas. Also wie gesagt, es gibt keine Grenzen. Und ja, das wäre jetzt hier nochmal das Dorf und dann würde noch ein Dorf kommen. Ja, der gute Louis, der hätte hier schon sehr viel zu tun. Dann kommt noch ein Dorf. Also es sind wirklich auch alles die Ortschaften, die auch auf der Karte mit drauf waren. Das sind nicht einfach irgendwelche ausgedachten. Und ja, wie ihr seht, das geht jetzt hier noch ziemlich weiter runter. Gut. Ich glaube, das war es jetzt auch. Ach, ordensintern gibt es auch noch. Ja, man kann natürlich auch irgendwann einen Orden leiten, wenn man den höchsten Rang bekommen hat. Und diesen Orden, den kann man dann auch noch ausbauen. Zum Beispiel kann man dann hier in Ortschaften einen Ordensstift bauen, ein Ordenskloster oder eine Ordenskomtur. Man kostet natürlich auch alles Goldkronen und bringt euch dann auch zum Beispiel neue Regimenter. Man kann auch Ordenswaffen herstellen, man kann auch Items herstellen. Die kann man dann auch beim Orden sogar günstiger herstellen, weil ansonsten würde es keinen Sinn ergeben. Weil ansonsten könnte man jetzt sagen, ja toll, ich kann da in meinem eigenen Orden kann ich jetzt irgendwie ein Item herstellen, das ich jetzt irgendwie im Marktplatz auch selber kaufen kann. Ja, dann, ja gut, ich meine, irgendwo muss dann so ein Orden auch einen Vorteil haben. Und deswegen konnte man hier zum Beispiel bei diesem Orden, Orden des Lebenden Hammers, günstiger RP großer Stärkungstrank erwerben. Und die anderen beiden, die waren auch noch günstiger. Aber nur ein bisschen. Na, aber wie gesagt, so ein Orden, der muss natürlich auch Vorteile bieten. Man kann natürlich auch einen Kreuzzug ausrufen. Es gibt eine Liste für Fäden. Ja. Man kann sich natürlich auch mit anderen Orden kloppen. Dann gibt es hier auch nochmal interne Finanzen. Das hatte ich eigentlich offen gelassen, ob man das hier extra machen will mit diesen Finanzen oder ob man die in den Hauptfinanzen mit eintragen möchte. Hier hatte man sich jetzt dafür entschieden, die Finanzen dort extra zu machen. Was ich auch irgendwie verstehen kann, aber muss jeder selber wissen. Dann gibt es natürlich auch Aufträge für den eigenen Orden und es gibt auch ein Orden, ja, eine Ordensbekanntheit. Und natürlich gibt es auch ein eigenes Ansehen im Orden. Ja, 0% sollte man dann nicht erreichen, weil ansonsten können sich einige gegen einstellen. Gut, so, ich gucke jetzt hier nochmal, was das hier sonst noch so war. Turnier von Carcassonne. Ja, das ist hier so ein klassischer Turnierbaum. Muss ich, glaube ich, jetzt nichts weiter zu erwähnen. Es gibt immer mal wieder auch Turniere, die man auch natürlich gewinnen kann. Und dann steigt natürlich auch der Bekanntheitsgrad, ja. Darf man nicht vergessen. Gut. Clan-intern, ich glaube Clan-intern. Also für Clans war, glaube ich, dasselbe Muster wie für Orden. Ja, das ist dasselbe Muster, das sehe ich so schon. Auch mit Items herstellen, Kreuzzug ausrufen. Ja, ein Clan hat genauso funktioniert wie ein Orden. Warum auch nicht? Ist ja ungefähr dieselbe Struktur. Es gibt natürlich hier und da immer mal ein klar paar kleine Unterschiede, aber ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, das war jetzt wirklich sehr lang. Ich muss jetzt in den Livestream. Ich wünsche euch aber noch einen schönen Morgen,
Mittag, Abend, wenn auch immer ihr dieses Video schaut. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.